Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns Oswald, den Unglaublichen, den nicht Unglaublichen, den. Willkommen im Nest, Boss. Wir haben uns schon Hallo? gefragt, wann du vorbeikommst. Sieht aus wie ein Schwein. Okay, wir haben Oswald besiegt, mehr oder weniger, oder wir haben ihm gesagt, er soll weggehen und dann ist er weggegangen. Und ja, jetzt sind wir hier wieder in Anfangsbereich, oder? Ja, so ungefähr, glaube ich. Und ich habe mir vorgenommen, hier so ein bisschen zu erkunden. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr mal einen Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das könnte den Part genau, den Kanal sehr weiterhelfen. Auch wenn es nur ein oder zwei sind. Also, ja. Habe einen der Händler beim Zurück Plündern zum. erwischt. Okay. Zurück zum Tagesplan. Welcher nicht vorhanden ist. Da sind so. Ja, die sind gar nicht umrandet. Die sind umrandet. Ein Plünderer überlebt die Feuerprobe, macht den Boss kalt, und jetzt sollen wir ihm folgen? Wie soll das gehen? Der ist nicht mal ein Raider. Ich weiß nur, dass Gage neulich in den Bergen war und eine halbe Ewigkeit mit Nisha geredet hat. Unter vier Augen. Gage? Zur Hölle mit dem. Was hat er je hier gerissen? Hey, ich sag dir nur, was ich weiß. Wenn du mehr wissen willst, rede lieber mit Mason. Sehe ich etwa aus wie ein Idiot? Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Hi. Mason hat die letzten Alpha-Tiere teeren und federn lassen. Corkys Kaffee, okay. Zeig mal. Der Name kommt mir bekannt vor. Aber nicht in Fallout, oder? Egal. Guck mal, Corky. Zeig mir deinen Kaffee. Oh. Nett. Na klar haben wir Knarren, aber Messer ist sowas von Tut alle durcheinander reden. Overboss, machst du wieder Ärger? Gut. Boah, wie zieht der sich nach rein? Mein. Okay, der hat auf. Ich dachte schon, macht der jetzt immer und ewig weiter. Was? Seit wann das denn? Ist das nicht genau umgekehrt? Gibt es hier irgendwas? Ein Magazin oder so? Wenigstens verstecken wir uns nicht hinter Masken. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestelle. Aber das ist jetzt Zeitverschwendung. Ich kann niemand mehr toppen. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Ich kann mir halt einfach nehmen. Ach ja, ich bin ja der Boss, stimmt. Oh, wen haben wir denn da? Immer schön, den Boss zu sehen. Ich höre immer noch ein Radio. Da bin ich mir halt nur ein. Ich höre immer noch ein Radio. Ausgezeichnet. Na gut. Noch ein Rezept. Ich höre immer noch ein Radio. Wo ist das Radio? Lass mich das Radio ausstellen, verdammt. Oder tut hier jemand wirklich ununterbrochen reden? Wird das Radio wieder angemacht? Nee. Oh, keine Ahnung. Was? Hallo. Wer bist du? Wo ist Corky? Was hast du vorrätig? Ich habe jeden Schnaps, den diese Raudis in die Finger kriegen. Von feinen Spirituosen bis zu Fusel, der dir ein Loch in den Bauch brennt. Ja. Zeig mal, was du so hast. Kommt sofort. Klar. Ja. Ja, komm sofort. Nix. Irgendjemand. Irgendjemand nimmt uns oder so. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten. Die bringen sich nicht um. Hab ich noch nie erlebt. Ja, war noch jemand mit Namen, glaube ich. Ich habe nie verstanden, was du oder so ein Kief-Typ irgendwie. Ja. Aber du bist ein Sklave. Du kannst dich hier bestimmt mit wesentlich interessanteren Leuten unterhalten. Anscheinend nicht. Die Raider erzählen andauernd von Blutwürmern. Ja, euch wieder ab. Ich
Totale Zeitverschwendung. Euer Boss ist nicht zufrieden. Ich verlange, dass da was anders gebaut wird. In diesem Ort soll eine Statue von mir errichtet werden. So, genau. Das passt doch. Das ist die einzige logische Lösung hier. Okay, 5 Minuten und wir haben nichts erreicht. Doch, wir haben ein Luca-Rezept gefunden. Ein Luca-Zieder-Rezept. Also, wenn ich was die bringen, ich kann mir die, glaube ich, eine Werkbank herstellen oder Bohrstation oder so, aber was soll's. Ich dachte, er ist durchs Bank. Moment da. Hier spricht Del Walsh. Ich bin Sanitäter im medizinischen Zentrum von Nuka World. Dieser Bericht ist auf den 14. Juni 2077 datiert. Ich möchte hiermit offiziell meine Bestürzung über die Sicherheit einiger Nuka World Fahrgeschäfte zum Ausdruck bringen. Ich habe gerade einen Patienten behandelt, der sich in Mad Mulligans Minenwagen-Fahrgeschäft mehrere Schnittverletzungen und Blutergüsse zugezogen hat. Allein im letzten Jahr musste ich 7 Warum sind immer so viele? 78 Muskelverletzungen und 166 kleinere Wunden aufgrund von Fehlfunktionen der Fahrgeschäfte behandeln. Dazu kommen noch 2 Todesfälle, die sich beide innerhalb der letzten 6 Monate ereignet haben. Mir ist bewusst, dass für Projekt Kobalt einige Wartungs- und Sicherheitskräfte unseres Parks abgezogen wurden. Und ich weiß auch, wie kriegsentscheidend das Projekt ist. Aber wir können die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass Sicherheit in Nuka World keine Rolle mehr spielt. Daran muss sich umgehend etwas ändern. Da meine Vorgesetzten meine Bedenken ignorieren, werde ich diese Aufzeichnung persönlich an Mr. Bradburns Büro weiterleiten. Okay, hat's voll gebracht. Wir haben alle glaube ich. Ja, jetzt bist du tot. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Na, was haben wir denn hier noch? So ein Zieldingen. Ihr habt nicht zufällig was Außergewöhnliches gesehen, oder? Vielleicht etwas Verborgenes oder alte Kronkorken? Ich dachte, wir hätten dir gesagt, dass du auf dem Markt bleiben sollst. Wenn du was suchst, findest du es dort, wie alle anderen auch. Ich bin nicht hunderte von Kilometern gereist, um auf dem Markt zu shoppen. Ich schätze, wegen einer Kugel im Kopf bist du auch nicht hier. Wenn du weiterleben willst, solltest du da bleiben, wo du hingehörst. Ihr seid echt nette Typen, was? Nuka World. Ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Dieser Ort ist erstaunlich, oder? Ja, ich schätze, es ist ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall. Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnde und glückliche Kinder Nuka Cola trinken und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch. Mein Name ist Sierra Petrovita. Ich bin aus dem Ödland der Hauptstadt hierher gekommen, um diesen Ort zu besuchen. Vielleicht hast du schon von meinem Nuka-Cola-Museum gehört? Nein, das ist die? Oh, nee. Das ist die, für die man die 30 Nuka-Cola-Quantums sammeln musste, oder? Boah, nee, die war voll die... Oh, nee. Ja. Die war voll der Luftkopf. Du hast ein Nuka-Cola-Museum? Ist das die? Ja. Jahrelang habe ich alle Nuka-Cola-Produkte gesammelt, die ich finde. Das ist die doch. Ja, die hatte doch auch so viele Sachen. Gördershade, genau. Die hat irgendwie so einen Freund. Eine Sammlung wie meine findest du im Ödland der Hauptstadt, im Commonwealth oder sonst wo keine zweite. Ich würde ja gerne noch weiter plaudern, muss mich aber wieder auf die Suche machen. Nuka-Cola? Das möchte ich nicht sagen. Ist nichts Persönliches. Ich kenne dich nur nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Oh, ich finde das so geil, wenn Charaktere aus anderen Teilen auftauchen. Bist du sicher? Kann ich dich vielleicht irgendwie umstimmen? Vielleicht. Eine bestimmte Nuka-Cola-Geschmacksrichtung habe ich schon lange nicht. Oh, ich habe so viele. Sie heißt Nuka-Cola-Quarz und leuchtet in der Flasche weiß. Nicht zu verfehlen. Wenn du mir eine Flasche bringst, erzähle ich dir gerne mein Geheimnis. Ich habe meine gerade alle eingelagert. Ich sag es dir, wenn du eine Flasche Nuka-Cola-Quarz gefunden hast. Toll. Ich kann es kaum erwarten. Die schmeckt wirklich einzigartig. Was, ich soll dir sagen, wenn du eine gefunden hast? Was? Nein, ich will halt so geil, wenn Charaktere aus dem dritten Teil auftauchen.
Da war so eine Frau, die einfach nur in so einem Schuppen gewohnt hat. Mit ihrem nervigen Freund irgendwie. Und ja, man musste 30 Nuka-Cola Quantums für die... sammeln. Und ja, ich frage mich, ob das jetzt echt ein Museum geworden ist oder ob da immer noch dieser eine Schuppen ist. So ein Raum, so mit Nuka-Cola-Artikel. Sehr geil. Was haben wir denn hier alles? Ich meine, Nuka-Cola Quantum stimmt nicht, ne? Wäre ein bisschen zu einfach. Hat jemand eine Nuka-Cola Quantum? Ich brauche die für was. Ich glaube, in der Quest habe ich auch damals herausgefunden, dass... Oh, geil. Wenn man Nuka-Cola Quantum trägt, das irgendwie, weil sich der Urin sich färbt. Dann anfängt zu leuchten. Irgendwie so war das doch, glaube ich, in dem dritten Teil. So, ich habe immer noch ein Radio zum... Muss sie ausschalten. Verstehe aber noch nicht, warum ich die höre. Ich habe die doch ausgeschaltet im Menü. In den Optionen meine ich. Wie kommt es dann eigentlich immer noch? Ich dachte, hier wäre noch. Kommt es denn, dass ich immer noch Musik höre? Hey, suchst du nach dem Boss? Macht eigentlich Sinn, dass die eine Verblöde hier auftaucht. Ich meine, Nuka World ist irgendwie klar, oder? Hi, bist du? Au. Hey, Lizzie. Suchst du nach dem Boss? Das ist Max. Voll, der ist so cool, der heißt noch nicht mal Max mit X. Unser neuer Boss. Du solltest mal mit Max sprechen. Mit dir? Hallo. Okay. Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Ja, ein Clown, der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist eine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was er verdiente. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Uff. Langweilig. Langeweile. Genau wie bei diesem Gespräch. Hey, rede gefälligst nicht so mit Max. Ist schon gut, William. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Keine Max. Ahnung. Das ist mein Bruder, ja. William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Ich sehe schon, wohin das führt. Sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Coca-Cola? Limo? Limo? Nicht ganz. Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Also wie jeder andere Ort im Ödland. Um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Naja, ich bin eigentlich wegen der Limo hier. Das ist super. Wieder so ein Spinn. William. Sehr schön. Du bist im Parler immer willkommen. Fühl dich ganz wie zu Hause. Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, red einfach mit mir. Ich hab doch nur Aber du denk doch mal hast. Darüber nach, was wir für ein Leben führen könnten, wenn wir diesen Ort wieder wie früher nutzen würden. Es müssten ein paar Jobs verfügbar sein, falls du dir die Hände schmutzig machen willst. Nochmal. Sprich mit Max. Die Unternehmer zu verstehen, ist gar nicht. Ich nicht mal. Boah, der Typ, ne? Sprich mit Max. Oh, ein Coca-Cola Quantum, oder? Quarz. Wollte sie Quarz oder Quantum? Eine Sekunde. Ich glaube Quarz, ne? Oder Quantum. Quarz, ja. Ich wollte die mitnehmen. Werden da bestimmt auf irgendwas gut sein, sonst würden sie nicht so viel davon platzieren. Warte mal hier, oder?
Ist Meister verschlossen, da muss es doch irgendwas Gutes geben oder irgendwas, was ich nicht erfahren darf. Ist aber nicht eingebrochen, also keine Ahnung. Selber schuld, indem ich da rein ist. Gott verdammt. So. Geschafft. So, warte mal hier. Ja, ich kann ja echt machen, was ich will. Holter Idiot, mach keine Probleme mehr. Sein aktueller Auftrag. Braucht noch immer Maggie, hier ist deine Mutter. Ich hoffe, du weißt, dass deinem Vater und mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist, aber es bleibt uns keine andere Wahl. Zumindest haben wir alle überlebt. Nur gibt es halt keine Beute. Mir sind deine Ausflüchte egal. Wenn du bezahlt werden willst, mach deinen Job. Hey. Ich habe einen Job, den du anregend finden könntest, wenn du Interesse hast. Ich liebe anregend. Das Rudel ist uns weiterhin ein Dorn im Auge. Die haben sich wohl einen gefährlichen Verbündeten rangeholt. Aber wenn man den umstimmen könnte, lass ihn dieses Elektrohalsband tragen. Du kannst dich heranschleichen und es anbringen oder ihn mit den Fäusten überzeugen. Okay. Bin dabei. Schön zu hören. Wir warten. Und Halsband. Wir dürfen den anderen Band. Einfach nur so ein random Typ ist das, ne? Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was ein zu tun. Ein random Typ, das ist der random Typ. Overboss, machst du wieder Ärger? Gut. Boah. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Oh ja, ich weiß. Aber dann hat dich ein Pfeil ins Knie getroffen oder so, ich weiß. Wo ist der verdammte Ausgang? Da. Ich spring mal hier rüber. So, will irgendwas töten in diesem Part. Zu wenig Action. Aber lass mich raten, das führt wieder dazu, dass ich nur eine Fraktion irgendwie helfen kann. War ja, glaube ich, in Farbe auch so gedacht. Und dann habe ich alle gerettet. Geil, was? Zeig mal. Ja, ich möchte mich nicht hier für irgendeine Bande entscheiden. Ich kann die bis jetzt alle nicht leiden. Ich weiß auch von den meisten nichts. Wo ist es hier? Hoffentlich findest du die Nuka-Cola-Quarz bald. Ich krieg langsam Durst. Bitte sehr. Eine kühle und erfrischende Nuka-Cola-Quarz. Juhu, du bist großartig. Vielen Dank. Ich habe gesagt, ich erzähle dir, warum ich hier bin. Also, ich schätze, ich bin der größte Nuka-Cola-Fan der Welt. Ich bin besessen davon, seit ich sie zum ersten Mal probiert habe. Ich sammle alle Produkte, die ich finden kann. So wie diese tolle Corki-Brille hier. Aber das ist keine gewöhnliche Sonnenbrille, sondern Teil eines echt coolen Preisausschreibens, das kurz vor dem Krieg begann. Der Gewinner sollte den berühmten John Caleb Brad Burton höchstpersönlich treffen. Wer war denn John Erfinder von Nuka-Cola vielleicht? Tut mir leid. Ich vergesse immer, dass sich nicht jeder so für die Geschichte von Nuka-Cola interessiert wie ich. Er war ein Erfinder. Und das Beste, was er je erfunden hat, war, du weißt es bestimmt schon, Nuka-Cola. Um den Hauptpreis zu gewinnen, musste man im Park 10 Bilder von Corki finden, dem Nuka-Cola-Maskottchen. In jedem Bild ist ein Teil eines Codes oder so ähnlich versteckt. Und die Teile kann man nur mit der Brille sehen. Also, ich weiß, was du denkst. Brad Burton ist längst tot. Wen interessiert so ein Gewinnspiel? Ich wette,
dass sich irgendwo in seinem Büro die originale Nuka-Cola-Formel befindet. Diese Formel war eines der größten Mysterien der Softdrink-Welt und wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Wenn du mir hilfst, sie zu bekommen, bezahle ich dich auch dafür. Klar, warum nicht? Vielleicht erfahre ich aber mehr über den Park. Klingt einleuchtend. Du bist neu hier. Du solltest so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Ich gebe dir die Corky-Brille und diesen alten Flyer. Da sind Hinweise drauf, wo du die Corky-Bilder findest. Notier dir die Hinweise in den Bildern und bring sie zu mir, wenn du alle hast. Ich bin Expertin für alles rund um Nuka-Cola. Ich kann sie also bestimmt entschlüsseln. Viel Glück. Okay, Corky im Heuhaufen. Okay. Jetzt die Corky-Brille auf. Nicht verstecken Corkys in Nuka-Cola Town. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Was ist er denn da hinten? Kronkorken, Munition, Bergungsgut, Drogen. Irgendwas davon muss hier doch sein. Ich habe nie verstanden, was Coulter mit drei Banden in Nuka World wollte. Hatte doch, wenn schon jemand hier was reinschmeißt, dann bestimmt nicht hier volle Möhre rein. Oder? Ich hab gehört, du hättest da ziemlich vertrinkt. Was war los? Ich hatte nichts mehr zu rauchen. Gib mir halt irgendwelche Werte. Du. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessant. Ich glaube, die suchen wir irgendwie im nächsten Part erstmal. Pass auf dich auf, Boss. Wir haben dich im Auge. Danke. Fitz Top Mountain, okay. War schon wieder eine Beschäftigung. Wir müssen diese Korken sammeln. Wie es aussieht. Im nächsten Part vielleicht. Wir sollten hier das Sagen haben. Nicht so ein Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihn dafür die Haut abziehen. Also halt's Maul und warte ab. Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Ja, hab ich mir gedacht. Also, ihr beiden, verschwindet und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Der neue OB, was? Du willst bestimmt mit Nisha sprechen. Sie hat das Sagen. Hey, Dixie. Wenn diese... Ich mal sofort die Namen kennen, ne? Einmal Scheiße labern, fehlen denen beim Aufwachen ein paar Körperteile. Hey. Ha, ist bestimmt nichts Großes. Willst du reden? Dann red mit Nisha. Mein Gott, warum habt ihr eigentlich alle Namen, wenn ihr mich allzu daher weiterleite? Du bist also Gages kleines Projekt. Sein Schoßhündchen. Und wer bist du? Seine Großmutter? Wenn ich es wäre, hätte ich dem kleinen Speichellecker schon längst die Kehle durchgeschnitten. Gage wird nie einer von uns sein. Er ist ein Versager. Er kann von Glück reden, dass wir ihm eine zweite Chance geben. Jeder weiß, dass wir alle Coulter tot sehen wollten. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz wahren. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Macht Sinn. Was meinst du mit den Frieden wahren? Es bedeutet, tu, was du willst, aber lass dich nicht erwischen. Ich habe echt keinen Bock, die Unternehmer oder das Rudel am Arsch zu haben. Eine Bande? Kein Problem. Aber gegen zwei? Da sieht's etwas finster aus. Also heißt es, den Frieden wahren. Eine andere Regel brauchen wir nicht. Ihr seid bestimmt der Mittelpunkt jeder Party. Schlag dich auf unsere Seite und find's raus. Aber wenn's um deinen Job geht, solltest du besser keine ruhige Kugel schieben. Wir haben für Coulter Nuka Town erobert. Aber dann hat er das große Ganze aus den Augen verloren.
Wir wissen beide, wie die Geschichte ausging. Obwohl, eins muss man ihm lassen. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut. Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt. Wie viele Opfer hat diese Feuerprobe schon gefordert? Das zählt doch keiner. Aber genug, um die Händler zu beschäftigen. Wir schicken sie zum Saubermachen rein, wenn es anfängt zu stinken. Natürlich schaffen die es nicht immer lebend daraus. Die Feuerprobe schläft nie. Das nennt ihr eine Feuerprobe? Wäre ein Kindergeburtstag. Enden Kindergeburtstage mit dem Tod. Wenn dir Gage nicht... Manchmal. ...wärst du jetzt tot. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt. Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Und nie davon etwas gehalten. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Ich bin der Beste. Einen Besseren werdet ihr nicht finden. Möchtest du dein Leben darauf wetten? Du musst wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Wir schreiten auch zur Tat. Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen, wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, leg ich dich um. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber... Die reden die ganze Zeit über Gage, wer war das überhaupt nochmal? Wenn du ein guter kleiner Overboss hältst, dann helfen wir dir. Du darfst leben und alle gewinnen. Ich denke darüber nach. Natürlich. Aber betrachte es immer so. Wie sehr liebst du dein Leben? Und wenn du erkennst, wie sehr, hier gibt es immer was zu tun. Also wenn du beweisen willst, dass du es drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Wie läuft's? Du siehst etwas gelangweilt aus, Boss. Da hätte ich genau das Richtige für dich. Ich bin hier, um zu helfen. So einfach, was? Ein Außenposten weigert sich, mit uns zu handeln. Die sollten froh sein, dass wir es überhaupt angeboten haben. Jetzt töten wir sie und nehmen uns, was wir wollen. Um wen geht es denn hier? Nur diese lästigen Minutemen. Oh Gott. Klingt gut. Genau das. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt aufgerutscht. Ausgerutscht. Ja, was das angeht. Es ist total langweilig, seit Misha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Hält dein Messer immer geschärft. Schlampige Arbeit mag wohl niemand. Dann sehe ich da einfach nur so Preston. Boss? Preston? General? Doc Broad? Awkward. Gut, dann würde ich aber sagen, wir haben hier alles. Ach, das ist irgendwie... Langsam interessieren mich die Terminals nicht mehr. Ja, na, dann wirst du das hier mit diesem Part, ne? Und dann, weiß ich nicht, versuchen wir mal diese Kronkorken zu sammeln. Für Sierra, mal schauen. Irgendwie sowas. Hier ist auch eine Quarz. Mit unserer Brille. Und ja. Dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.